Gut, Oho. dann bringen wir die Mannschaft zusammen. Ja, viel Spaß, ich werde mich ins Bett legen. Kapitania, ein kleines Wort? Und der vier Augen? Natürlich. Minuten später. Zwei winzig kleine Dinge. Die erste ist, ich werde einen niederen Dämon auf dem Schiff beschwören müssen. Zu welchem Zweck? Jeder hat sicherlich mitbekommen, dass der Billionär Illusionist mit weniger als der Summe seiner Teile zurückkam. Das hatte ich zwischenzeitlich tatsächlich wieder vergessen. Er Zumindest scheint sieht die ehrlich so aus, als würde sie sich dabei schlecht fühlen. Volle Intention zu haben, die Sache bei Rafiki Ben Dahmani an die große Glocke zu hängen, und genau das können wir uns gerade nicht leisten. Ich konnte ihn besänftigen mit dem Versprechen, ihm eine neue Gliedmaße zu verschaffen. Ihr versteht sicherlich, dass solche innerhalb einer Woche nicht auf natürliche Weise zu bekommen sind. Außer man ist eine Eidechse. Aber warum gibt er uns daran die Schuld? Er hat sich bereit erklärt, uns zu begleiten. Kapitania, wenn ich wüsste, wie Horasia denken, wäre ich nicht in Beravak studieren gegangen, sondern in Windside. Und wenn man mich nicht als Kind geraubt hätte, aber das ist eine andere Sache. Was? Wow, das war deep. Das habt ihr nicht erzählt. Ist euch das nicht bekannt? Studentinnen an der Akademie in Bravak werden, sobald sie ihr neuntes Lebensjahr vollenden und, ihr wisst schon, ein gewisses magisches Potenzial zeigen, von einem Karakir geraubt und an die Akademie gebracht. In Phasar ist das ein wenig anders. In Phasar zahlen die Eltern viel Schulgeld, damit ihre manchmal nur mäßig begabten Sprösslinge die Akademie besuchen dürfen. Du siehst in seinen Gesichtszügen, er ist kurz davor, was Abfälliges zu sagen und fängt sich. Nun, ich bin mir sicher, Fasari ist einzigartig. Im Vergleich auf jeden Fall. Nun, jeder versteht jedenfalls die Notwendigkeit der Sache. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall in unserem Sinne. Und der arme Mann hat es nicht verdient, seinen Arm zu verlieren. Nun, dazu kann ich nicht sprechen. Die zweite Sache ist, Boltax und ich werden der Krone einen Zauber auferlegen, die Oberpriester zu einem winzig kleinen Stück verkohlter Knochen verbrennt, sollte er sich gegen uns wenden. Zu der Sicherheit halber. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Sicherheitsmaßnahme. Dachte ich mir auch, als Voltax, dessen Idee es war, damit zu mir kam. Ich dachte nur, ihr würdet gern Bescheid wissen. Ja, danke, dass ihr mich auf dem Laufenden haltet. Lasst mich euch nicht länger aufhalten. Ihr seht wieder besser aus. Ich hoffe, ihr seid über diese Sache hinweg. Fühlt ihr euch noch irgendwie merkwürdig? Sagen wir einfach, wir wissen, warum man solche Dinge für gewöhnlich mit mehr Vorbereitungszeit vollbringt. Wir hatten nun keine. Macht euch keine Sorgen, Kapitania. Sie nickt. Er hat ein paar graue Haare mehr, hast du das Gefühl? Der Aber er hat Effekt. jeden Tag ein paar graue Haare mehr, so. Wer weiß das schon? Der Effekt war immerhin durchschlagend. Das will ich gehofft haben. Wir beide haben viel vor. Ja, und dann verlassen wir gemeinsam die Kapitänskajüte und Zulamin macht sich daran, der Mannschaft zu erklären, was Sache ist. Wir haben vom Grund des Meeres diese verfluchte Krone zurückgebracht. Und Faramud ibn Benaiman ist in der Lage, sie zu reinigen. Aber dafür braucht er unser aller Unterstützung, dass wir alle gemeinsam die Götter anrufen, ihm bei dieser Aufgabe zu helfen, während er dort draußen auf dem Beiboot seine Gebete spricht. Hält euch alle an die Reling und betet aus tiefstem Herzen, dass sein Unterfangen gelingen möge. So, ich schau gerade mal, wo der Exorzismus ist. Grad 3 sehe ich Fall der hier. 80. Wieder Zauberreißflug, genau. Nee, ich bin mittlerweile auf einer anderen Seite. 146 sehe ich in einem Liber Liturgium. Ah, Grad das geht relativ 3. einfach. Du brauchst
10 Grad plus einen für Gehörnte, genau, plus einen für Dämonen, die nicht zu deiner Domäne gehören. Das heißt, der Junge müsste eine 5 raushauen, glaube ich. Wieso nicht zu der Domäne? Er ist doch Effort. Yes. Achso, ich dachte, die Kröte wäre frei und nicht korrupte Rot. Ja, okay, gut. Grad 5, gut. Ich meine, mir ist egal, das ist ein permanenter Karma-Punkt von dem NSC, den 10. Ja, richtig, genau. So. Aber es ist halt... die Liturgie wird auch schwerer dadurch. Ja, komm, das 2 Punkte. Richtig. 2 Punkte nur? Ja, 2 Punkte pro Grad. Pro Grad, 2 Punkte. Okay, alles klar. Ja, dann ist er also 5. Warte, der erste Grad ist free. So, erschwert um 8. Richtig, Grad um 8. Weil... Plus Dämon, glaube ich. Der erste Grad ist frei, weil... Weil der erste plus 0 ist. Und dann der zweite ist plus 2, der dritte ist plus 4, der sechste ist der dritte ist plus 6 und so weiter und so fort. Ja, ja, alles klar. Stoßgebet, 15 Aktionen bei Dämonen, Zeremonie 8 Stunden, alles klar. Bei besessenen Personen. Ist jetzt halt eine besessene Krone. Ich weiß nicht, als was das zählt. Ist ein Dämon keine Person? Ja, ich würde jetzt... Es geht um den Dämon in der Person. Ja, genau, also es ist keine Person, die von einem Dämon besessen ist, sondern eine Krone. Ich würde da trotzdem eine Zeremonie draus machen, das ist also eine Tide. 8 Stunden. Zum Glück habe ich mich schlafen gelegt. Das werde ich wohl auch als nächstes tun müssen. Und er würfelt richtig gut. Das ist schön. Von den Mitbetern sollte er noch eine 5er Erleichterung kriegen. Ja. Greift auch ordnet ins Weltgeschehen. Ja, ja, richtig. 3, 4, 7 hat er gewürfelt und mit seinen, was sind das, 18, 18, 18 Werten, die Liturgiekenntnis irgendwie 21. Damit ist das ohne Probleme gelungen. Und so könnt ihr euch dann, während ihr euch ausruht, teilweise eben in verschiedenen Schichten ans Schiff stellt oder auch mit anderen kleinen Beibooten neben ihm beisetzt, Lieder anstimmen, die dann auch von Ephanora begleitet werden. Wird dann eine eigene Effort-Zeremonie an Bord der Aviander machen. Und während ihr euch dann erholt, könnt ihr sehen, wie die Kröte Wurkraugt mit einem höllenzerreißenden Schrei aus der Krone fährt und sie wieder freigibt. Wir haben so viel auf uns genommen, um zu verhindern, dass das Ding frei wird. Und jetzt, was erst einmal an ein Objekt gebunden ist, ist verwundbar, wie auf dem Präsentierteller. Seltsam, wie das manchmal funktioniert. Sie kehrt jetzt in die Niederhöllen zurück, aber es wird nicht leicht sein, für jemanden sie wieder zu rufen, oder? Sagen wir, dass es besser wäre, wenn Palingana nicht davon erfährt. Dem stimme ich zu. Wir werden es ihm einfach nicht erzählen. Und was, wenn er Spione an Bord hat? Niemals. Uiuiuiuiui. Wenn er Spione an Bord hat, dann muss er immer noch das Ding wieder runter zu den Krakoniern bringen. Und Groschminia schreibt gerade einen Brief. Ja. Ist in Ordnung. Lieber Boltax. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich dich sehr liebe und ich mich auf unsere Hochzeitsfeier freue. Warte, habt ihr schon geheiratet? Nee. Nein, wir haben noch nicht geheiratet. Im Ingrim. Ja, dann könnt ihr die nächsten 8 Stunden dort verbringen, regenerieren. Möchtet ihr die Krone einfach runterwerfen oder wollt ihr wieder einen Trupp senden? Ich brauche mehr Zeit. Achso, ihr wolltet sie ja noch vorher verfluchen. Wir hatten ja auch noch irgendwie ein paar Tiden Zeit oder so. Ich brauche noch 10 mindestens, Stück, ja. Ich brauch noch mindestens 16 Stunden. Gut, dann könnt ihr den nächsten ganzen Tag über Vajat, über Jalzogott dümpeln, regenerieren, euch erholen. Dadurch, dass ihr auch dann nichts effektiv tut. Sind das 2 Regenerationen pro Tag. Boltax, du wolltest was sagen? Genau, wie läuft das mit dem schwarzen Mohn? Das darf die Abel mir erzählen. Doppelte Regeneration auf LE und auf ASP. Gut, dann hätte ich gerne davor noch astral meditiert, was ich sonst nie mache, aber ich muss ja jetzt schnell wieder voll werden. Astrale Meditation, ich sag mal 6 LEP an. Ich glaube, das ist dann einfach nur eine Selbstbeherrschungsprobe, oder? Müsste? Ja. Denk dran, dass du erst 1W3 minus 1... No. Astralmeditation pro ASP, einer LE, wandelst in ASP um. Dauer 1 Spielrunde pro LE, am Ende 1W3 minus 1 Verlust. Also,
Die Probe ist auf Intuition, Charisma, Konstitution erleichtert oder einen halben Ritualkenntniswert. Und du musst am Anfang einen ASP ausgeben, um die Umwandlung halt zu stoßen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Dann gucken wir mal. Das ist ohne Probleme geschafft mit meinem halben Ritualkenntniswert. Der rechnet sich damit. Dann gebe ich einen ASP rein. Ich habe ja 6 angesagt und dann kommt noch ein W3 dazu. Ein W3 minus 1, ist egal. Ja, okay, gut. Dann ist es noch einer, der zusätzlich dazu geht. Also hier runter geht. Ja, genau. Ja, ich weiß. Dann bin ich bei 27 LEP. Und dann wird jetzt regeneriert in der Nacht. Doppelte Regeneration von den Lebenspunkten 3 und 5. 8 minus 1 für die Schlafstörung 1 sind 7. Da bin ich auf 34. Stimmt, die Schlafstörung 1 hast du ja auch bekommen. Ja. Richtig, genau. Korrekt. Sehr gut beachtet. Und dann bin ich... Okay, und dann die zweite Regenerationsphase ist ganz normal. Frage an Serpentilio. Welchen Zauber sprichst du da jetzt rein? Ist das ein Höllenpein? Nee. Und Frosty, ein Höllenpein? Come on. Du hast den Zauber schon mal benutzt bei den Echsen, ne? Wie hieß der? Drachenfeuer. Wir könnten an Brennstoff Drachenglut so als Flammenfeuer reinballern. Oder wir könnten ein paar nehmen. Aber nehmen wir lame. Es klang zumindest eben so, dass du ihn... Genau. Ja, yes, so klang es eben so in der Beschreibung. Richtig, wir machen Brennstoff Flammeninferno, so ja. Einmal schön den näheren Umkreis abflacken. Sollte auch unter Wasser funktionieren, denn Drachenglut. Ja. Und wenn er sich dazu herablässt, würde ich unseren Illusionisten vielleicht dazu bringen, einen... Wie heißt der Zauber, der einfach nur eine Schrift anzeigt? Minitenkel. Achso, Minitenkel. Minitenkel, danke. Der fies Leuchten noch eine Botschaft beinhaltet. Auslöser wird einfach sein, wenn der Träger eine Entscheidung trifft, die uns aktiv, die dazu intendiert ist, uns oder unseren Verbündeten aktiven Schaden zuzufügen. Ja, okay. Ich jag das über die Woche durch den Artefaktgenerator und sag dir, was mich kostet. Ja. Denn das kann ich jetzt auf die Schnelle aus dem Handgelenk nicht sagen, aber das ist es. Ich brauche keinen, habe gerade eben nachgesehen, ich brauche keinen Hellsichtzauber von Boltax, das geht einfach nur über den Auslöser, Denkvorgang. Ja. Halt. Wie viel plus Regenerationen bringen unsere Terboniterin? A4. Ich pack die nicht an. 4 und die Betten sind auch nochmal 2, zumindest für dich. Oh Gott, die Doppel-1, ich dachte schon, das wäre der Fien. Nee. Aber das kriege ich nur auf die erste nächtliche Regeneration. Nee, du kannst die Terboniter ja so oft besuchen, wie du willst. Also benutzen, wie du willst. Weil du kriegst auf dein eigenes Bett noch besser, irgendwie plus 3 glaube ich sogar. Für ein eigenes Bett. Ja, ich kann euch übrigens sagen, ich regeneriere dann mit einer plus 9, weil ich habe auch noch gute Regeneration 3. Was für Vorteile. Was habe ich haben, ne? Ja, ist ja richtig. Im Ausgleich habe ich schlechte Regeneration 2. Jetzt und ich Schlafstörung 1. Meine 4 Wunden über Konstiproben heile ich die, ne? Das habe ich richtig. Ja, du musst eine Konstiprobe machen, die erschwert ist um den höchsten Wundmodifikator. Bei 2 Wunden ist das. Das ist die zweite Brustwunde. Das bedeutet. Die Brustwunden zählen höher. Das bedeutet. Schau mal, hast du einen Spickzettel? Nein, außerdem habe ich das Gefühl, dass es bei DSA da irgendwie 2 verschiedene Modelle gibt. Ja, es gibt das mit Zonenwunden und das ohne. Genau, ich habe das nämlich mal versucht zusammenzuschreiben. Heilkunde Wunden. Und zwar, du hast 2 Brustwunden, richtig? Richtig. Das ist eine plus 12. Plus 12. Bringt das irgendwas, dass die mich verarztet haben, oder ist das für ein Tor? Ja, sie können dich verarzten und du bekommst dann D6. Das ist erste Hilfe. Es geht gerade um Heilung fördern. Und zwar bekommst du dann für jede 7 THP Stern sofort eine Wunde geheilt. Dann sind das 2 Wunden. Okay, ich nehme mal, die will meine Brustwunden verheilen und dann würde ich selber meine Beinwunden verheilen. Okay, und zwar jede 2 THP Stern darüber hinaus. Also über den 14, die sie für 2 Wunden hatten, Frosty. Ja. Für einen Schicksalspunkt haben sie auch die plus 2. Hast du noch einen Chip? Nee, Schoko hat seinen ausgegeben. Ich geb dir meinen, komm. Okay. So, wie viele hatten sie drüber? 2, 4, 6?
Dann 2. Okay, bekommst du einen Bonuspunkt auf die K.O.-Probe, die jetzt nur noch zweite Wunde an Beinen um 7 erschwert ist, also für dich um 6 Punkte. Brachte schnelle Regeneration nicht auf was bei Wunden? Versuche das gerade herauszufinden, aber ich sehe es nicht. Muss in WDH schauen. Ich würfel einfach mal 2 Konzi-Proben und will gucken, was ich da... Nee, nur eine. Ach, ich kann nur eine Wunde am Tag heilen? Ja. Das sieht gut aus. Ah, okay. Ja, da habe ich jetzt noch eine Beinwunde. Ja, ich meine, also du wirst jetzt ja auch demnächst nicht kämpfen, dementsprechend. Ja, ja, richtig. Dramatisch ist das nicht, aber... Dass du es mal gemacht hast. Ich möchte natürlich nach einem Tag da wieder rausschreien, wie ein junger Gott, und nicht die nächsten 3 Monate wie Sepetio übers Schiff laufen. Beachten Sie nicht die klaffende Brustwunde, das muss so sein. Die muss nicht heilen, die gehört. Hier ist ein Mann, der so herzlos ist, dass er sich sein eigenes herausgenommen hat. Und er ist immer noch nicht so fucking evil wie das Handelshaus Störer. Okay, wo kommt das jetzt her? Ich weiß nicht. Das hat mir ja auch gerade gefallen. Ich muss jetzt ein Dreiecken. Backstory. Ich muss jetzt ein Dreiecken anfassen, ist nicht so wild. Wir verzaubern das Ding, wir schmeißen das runter. Ich brauche 2 Tage plus ein bisschen Wartezeit, um den Arm zu züchten. Haben wir sonst noch was vor? Also meines Wissens nichts, was ihr hier vor Ort klärt. Das heißt, nach einem Tag könntet ihr dann auch wieder am Miamat einlaufen. Also könnt euch natürlich Zeit lassen. Aber runterbringen. Also ich würde die da nicht einfach runterschmeißen, weil das ist ja... Das ist ja kein Bombenplan, das ist ja scheiße. Wir können eine Bombe dran binden. Ja, ich würde mich auf jeden Fall in Behandlung begeben hinsichtlich meiner Schlafstörungen. Denn wenn mir das auffällt, möchte ich das natürlich gerne behandelt haben. Meine Selbstgespräche möchte ich nicht behandeln. Ich aber. Die sind gut. Ich möchte sofort den Silentium lernen. Die Terboniter kümmern sich dann auch um dich, das dauert aber ein bisschen. Ja, alles gut. Ich gebe da auch AP rein, also... Nur diesen Nachteil, den finde ich nicht passend für Boltags, genau. Ja, gut. Ich finde das Selbstgespräch nicht passend. War halt verdient. Gut, alles klar, dann könntet ihr euch noch einen Tag. Ja, hier nicht Evanora, sondern euer Pharamut wird sich anbieten. Der macht das. Der hat dann ja auch die Liturgien dazu. Trotz dessen, dass er da jetzt gerade exkommuniziert hat, aber er selber wird dann die Krone wieder übergeben. Weil ihr ja auch verbannt worden seid, das galt für Pharamut ja nicht, dementsprechend bringt er die Krone nach unten. Und nach einem Tag könnt ihr euch dann aufmachen, sodass Serpentilio am nächsten, übernächsten Tag wieder mit den nötigen Astralpunkten in Miamat einläuft und ihr könnt dann eurem horasischen Magier noch den Arm wieder so nachwachsen lassen, dass es dann Rafik hoffentlich nicht auffällt. Ja, das ist ein bisschen fieser. So, der Arm wächst an einem Talnogok. Der wird dann von Serpentilio geerntet. Abgeschnitten. Dann nehmen wir den und den Magier und bringen beide zu Netia, weil sie ein Chirurg ist und ich nicht. Okay, das ist super ekelhaft. Obviously. Aber der Arm ist doch dämonisch irgendwie. Der Arm kommt von dem Nämon, aber prinzipiell ist es einfach nur ein Arm. Ist ein dämonischer Arm. Ja? Mit seinem Blut gezüchtet. Und ich weiß nicht, ob Netia denn die Sinnegeweihte irgendwie noch machen würde. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, hatte Netia keinen eingebauten Astralsinn. Die würde also gar nichts merken. Also wenn die wird schon fragen, wo der Arm herkommt. Also ja, ist genau. Netia ist Heiler. Will sie, dass der Typ einen Arm hat oder nicht? Ich hab den Arm gefunden, in Truhe. Der lag herum. Würfel mal, Serpentilio, würfel mal eine Überzeugen. Überzeugen kriegst du. Unberührt von Satina. Warte, überzeugen oder überreden? Überzeugen, glaube ich, oder? Du sagst mir jetzt, warum es eine Überreden ist. Ich finde das eine Überreden. Das ist eine lange Ich will ja nicht, dass ich es gut finde. Ich will einfach nur, dass ich es mache. Ja, du hast recht. Gut, ich wollte nur wissen, warum nicht überzeugen. Aber ja, du hast recht. Pass auf, das Hauptargument wäre, sie hilft ja nicht mir, sie hilft ihm. Und er ist ein ehrbarer Mann. Das stimmt. Und hat jetzt einen Dämonen. Die Djinns auf dem Schiff werden das geil finden. Och, das ist nicht der Deal, den wir gemacht haben. Unter Kapitän Abelmir wäre das nicht gelaufen. Genau. Abelmir wäre der Typ da unten geblieben. Altar geopfert. Ich wollte gerade sagen, Abelmir, der in seinem Spinnenbett schläft. Und der Kapitän Jalan, der das nicht opfert. Passiert. Ja, Kapitän Jalan. Gut, ihr könnt in Miamat wieder einlaufen. Der Arm wird wieder angenäht und mit einem Heiltrank könntet ihr dann zumindest die Stimmung von dem Schiffsmagus wieder so weit kippen, dass es nur noch eine Reparationszahlung braucht von Abelmir, 100 Dukaten.
okay. Die aber mir dann den Mann bezahlen darf. Das haben mit deinem Nachlassverwalter bestimmt. Halt, natürlich bist du für ihn gestorben. Genau, sodass Boltax dann wieder zu ihm kann, zu Abemir gehen kann und sagt, bezahl den Mann. Ich hab so viel Freude, weißt du, einer mehr weniger. Bezahl den Mann. Abemir hat so viele Gläubiger, der kann sich hinten anstellen. So legt ihr in Miamat an.